Und damit auch herzlich willkommen hier zur nächsten, zu einer neuen Folge von City Skylines. Und ja, wir machen mal hier direkt weiter in der Folge 3. Ich habe da so ein bisschen offshore jetzt angefangen mit der Stromversorgung. Ich weiß nicht, ob das schon so eine gute Idee war, das hier hinzupacken. Aber ich denke mal, wenn es hier läuft, das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Das macht hier Sonnenstrahlung und Windrad und so ein Kram. Und ja, einfach mal gucken. Wir haben hier noch eine neue Option gehabt mit dem Transport. Da fehlt uns halt das Geld so ein bisschen. Strom 800 kW, das ist sehr, sehr viel. Was haben wir denn noch? Wir haben hier die ganzen Sachen noch nicht freigeschaltet. Müll. Müll sieht eigentlich okay aus, wa? Die kommen überall hin. Okay, Gesundheitswesen. Denke ich mal, brauchen wir da nicht. Das hier wird unser erstes Stadtzentrum oder was auch immer. Ein Friedhof. Die kürzlich Verstorbenen haben einen Ruheort verdient und die Hinterbliebenen benötigen einen Ort, um sich an sie zu erinnern. Erklärung: Begegnungen mit Geistern sind möglich. Der Friedhof schickt Leichenwagen los, um die Verstorbenen abzuholen. Patientenkapazität? Okay. Aber das können wir uns halt noch nicht leisten. Das heißt, wir müssen erstmal jetzt hier abwarten, dass das Geld sozusagen wieder in die Kassen fließt. Und ihr seht ja, wir machen ja recht gut Plus. Die... Warte, habe ich da irgendwas Komisches gesehen? Nee, das ist nur das hier, ne? Da sieht es auch schon gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben hier 5 von diesen Parks, die da ganz gut ankommen, denke ich mal. 3000 plus. Ach, jetzt geht's rund. Wir brauchen mehr von dem blauen Zeug. Ja. Da würde ich fast schon sagen, dass wir das auch ein bisschen nochmal verteilen. Also außen ist natürlich an sich nicht schlecht, ne? Wenn man das dahin macht, komplett. So, und dann müsste ich aber halt das alles... Ich muss die halt alle da rauswerfen. So leid es mir tut. Kann ich auch mehrere Sachen damit wegpuldern? Ich weiß es nicht. So, das hier ist dann alles sauber. Das muss ich löschen. Mal. Wie geht denn das? Wie mache ich das dann zu nicht mehr grün? Das ist es, ne? Okay. Gebietsdingenskirchen aufheben. Dann haben wir hier komplett blau hin. Und wir haben unten ja neue Möglichkeiten, die Leute hier zum Wohnen zu bringen. Und ich stelle gerade fest, dass ich da zwischen Straßen noch vergessen habe. Die brauchen da unten Strom. Das kriegen sie auch gleich. Ich ziehe hier nochmal meine Linien durch. Und ich hoffe, das passt. Gut. Das hat alles so seinen Zweck, dass die Autos da alle durchkommen. Die Leute ziehen hier aus, aber die können ja gleich wieder woanders einziehen. Es tut mir leid. Sorry. So. Und an sich dürfte es keine Probleme geben. Leute sind ausgezogen. 330, das ist ja klar, weil ich ja die weggemacht habe. Aber es ziehen jetzt auch neue ein. Oben werden neue Gebäude gebildet. Industrie. Ja, wird hier neu gebildet. Baut auch. Wie sieht das hier mit Gelb aus? Oder Orange oder was auch immer. So, vergessen Sie nicht, das neue freigestellte Gebäude anzusehen. Friedhof, ja, das habe ich schon gesehen. Und jetzt haben wir halt auch das Geld. Die Frage, wohin damit? Also das wäre für die Leute akzeptabel oder was? Wenn der Friedhof hier unten ist. Hauen wir den hier hin? Können alle dahin. Das gibt es gibt recht große Kapazität. Ja, okay. Weiterlaufen lassen. Jetzt noch mehr Urnen auf der Kamin. Was? Ich kann schon gar nicht mehr richtig lesen. Jetzt noch mehr Urnen auf den Kaminsims. Der neue Friedhof ist fertig. Hashtag Friedhof. Sehr cool. Genau, die brauchen Wasser. Wasser, das kann ich auch verteilen. Das sieht gut aus, okay. Gut, wie sieht es mit Strom aus? Ist auch im Solala-Bereich, wie ich das hier gerade feststelle. Wir haben hier Stromanbindung. Ich habe aber nur 5000 Asche. Das heißt, wir warten das nochmal ab mit dem Strom. Bau aber dann wieder offshore, würde ich sagen. Weil
Wir haben uns ein bisschen Platz und das ziehen wir da entlang. Das ist eigentlich ganz okay. Die Stadt stellt ihren Bürgern kostenlos Rauchmelder zur Verfügung. Das kennen wir ja schon. Und es kommen neue Einwohner rein. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Hier, da ziehen sie alle rein. Ungebildet 17. Okay, mit der Bildung. Das geht mir auch noch ein bisschen auf die Nüsse. Wir haben hier zwei Schulen. Eventuell brauchen wir halt noch eine dritte, ne? Da oben sieht das schon nicht schlecht aus mit der Bildung. Haben wir nicht mehrere Schulen? Ich kann hier noch eine kleine setzen. Ach, da ist die. Wir haben zwei Grundschulen. Und das in der Oberschule ist halt sehr unausgelastet. Da muss ich gleich nochmal schauen, dass wir das noch weitermachen. Studentenkapazität ist halt auch sehr hoch. Aber die kommen da wohl alle nicht so hin, oder wie ist das? 1000. Okay. Hier, Leichenwagen unterwegs. Bisher noch keiner. Plätze werden aufgebraucht, die wir hier bauen. Strom. Ja. Ich möchte schon ein bisschen ökologisch bauen. Hier nochmal ganz kurz gerechnet. Das ist eigentlich besser als das hier, ne? Weil die kosten 6000 und bringen weniger. Ist natürlich noch die anderen Sachen hier, was weiß ich, Ölkraftwerk oder Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerk wäre natürlich auch was. Da müssten wir halt so einen Staudamm bauen. Der wird halt auch gut reinhauen, aber da brauchen wir erstmal 11.000 Einwohner. Und so einen Staudamm, den würde ich halt auch gerne irgendwo hin platzieren. Wo der halt eben so viel bringt, ne? Wenn wir so ein Ding hier hinsetzen, dürfte uns das nochmal mit dem Strom zusätzlich wieder was bringen. Ist die Frage, kann ich das hier so in der Mitte eigentlich bauen wegen Schifffahrt und so? Aber es sollte schon passen. Okay, also weiter mit dem Strom. Strom wird aufgebaut, sehr schön. Passt, wackelt, hat Luft. Sehr schön. Wie sieht es hier mit der Mülldeponie aus? 36% voll. Also die Leute kommen hier auch in die Stadt rein. Will ich das hier noch verbinden oder will ich das nicht? Geht das überhaupt? Will ich das verbinden? Wäre das in unserem Interesse, das hier zu verbinden? Das heißt, sie müssen nicht alle da lang, sondern sie können auch mal sagen, okay, ich fahre hier. Wenn sie das denn machen, ich weiß es nicht. Also wir machen gerade 4000 plus, das ist sehr gut. Wir haben hier noch ein paar Richtlinien, wie war das? Haustierverbot, was bringt uns das? Verringert Müllansammlung 10%. Verringert aber auch Bürger-Dingsbums Zufriedenheit, das wollen wir nicht. Steuerung statt Planung. Recycling. Verringert Müllansammlung um 15%, verringert Steuernahmen um 5%. Ja. Ja, machen wir mal. Rauchverbot. Erhöht Bürgergesundheit, verringert die Bürger... Was? Verringert die Bürgergesundheit und erhöht die Bürgergesundheit. Hä? Wie kann das denn sein? Treffen Sie eine Entscheidung zwischen einem gesünderen Lebensstil und Ihrer bürgerlichen Freiheit. Dadurch werden die Bürger gesünder, manche Leute aber sicherlich übernervös. Aha. Parks und Freizeitmöglichkeiten. Ganz genau auf Ihre Parks und Plätze neidisch ist. Erhöht den Bodenrichtwert des Parks und Plätze um 20%. Erhöht das Dekorationsbudget um 20%. Okay. Warum nicht? Freizeitnutzung. Erhöht Steuernahmen. Erhöht Tourismuseinnahmen. Verringert Kriminalitätsrate. Erhöht Polizeibudget. Kontrollierte Substanzen. Lockt mehr Touristen. Okay. Da sind wir dafür. Bin gespannt, wie sich das auswirkt. Okay, das sieht hier schon mal nicht schlecht aus. Wir brauchen mehr Wohnung, wie es aussieht. Und auch mehr Bildung und so ein Kram. Da war ja was. Also das erste ist okay. Aber das zweite fehlt halt noch. Oberschule verfügbar. Müssen wir ein bisschen Geld sparen noch. Wie es aussieht. Kommt ein bisschen Geld rein. Wie teuer wäre das? 560 die Woche. Okay. Vielleicht auch nochmal hier auf... Ich lasse weiterlaufen. Budget, Steuern. Steuern. Ich würde gerne wissen, wie die Leute... zu unseren Steuern stehen. Aber es sieht eigentlich okay aus, ne? Kreuzungen, die zu nah aneinander liegen, können zu Staus führen. Starkfrequentierte oder komplizierte Kreuzungen verlangsamen den Verkehrsfluss, weil die Fahrzeuge zum
abbiegen oder die Fahrbahnüberquerung anhalten. Wie hier zum Beispiel. Ja, das sind sehr kurze Kreuzungen. Kann ich da irgendwas machen, dass das cooler wird? Hier so rumbauen? Sozusagen. Kann ich mal gucken. Ja, okay, das geht schon mal nicht. Nee, das hatte ich nicht vor. Aber das passt schon, ne? Das ist nicht so wild. Muss mal ganz kurz gucken. Stromabdeckung. Das heißt, die Dinger können da eigentlich auch weg, oder wie? Okay, das ist nicht so wild. Gut. Wollte jetzt nochmal mit der Straße da gucken. Windturbinen könnten eventuell ein Problem da sein in der Mitte. Aber mir mal so angedeutet, aber ich weiß es tatsächlich ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich wollte hier die Straße nochmal gucken. Also das ist halt doof wohl, ne? Da steht das Ding da in der Mitte. Macht ja kaum einen Unterschied. Naja, gut. Ist eine komplizierte Kreuzung auch. Lass ich einfach erstmal so, ne? Lass es erstmal so. Und wir überlegen uns, wie wir das hier weiter ausbauen. Ihr seht, wir brauchen auch ein bisschen mehr Bewohnerplätze. Also ich baue nochmal hier die einfachen Straßen wieder. Wieder zwei lang. So. Oh ne, das ist ja das Falsche. Ich brauche hier die gerade Straße. So. Bauen wir bis hier zum Ende durch wieder. Gut. Sieht verkehrt aus, oder was? Oder ist das richtig? Eine Überlappung, aber ich glaube... Dann fahre ich da durch. Das heißt, hier, ne? Gut. Einmal hier runter. Hier hin. Das ist alles schön. Schachbrettmäßig ist. Gut. Ah, ja. Also, wir brauchen wieder ein bisschen Infrastruktur. Krams und auch solche Sachen hier, so ein bisschen so, dass sie halt um den Friedhof herum halt auch einkaufen gehen können, sowas wie Grabsteine oder so. Das ist jetzt so meine Idee. Wahrscheinlich kann man da Eis essen. Dann ist das halt so. So ein bisschen davon wäre nicht verkehrt. Dann die grünen Gebiete hier wieder. Ich kann es komplett wieder durchballern. Lasst mich überlegen. Wir brauchen vermutlich dann ja bald hier wieder den ganzen Kram. Wird auch relativ teuer. Wir sehen... Hier ist es gut. Da wäre das nicht schlecht. Jetzt mal das Ding also dahin. Wir müssen jetzt ein bisschen sparen. Die Leute freuen sich natürlich, dass es hier wieder Abdeckung gibt. Was Polizei betrifft. Wir brauchen gleich wieder ein bisschen Gesundheit und... Oder war das gerade Feuer, was ich hingesetzt habe? Ja, da fliegen natürlich gleich wieder ein paar Leute raus. Ist wohl so. Feuersicherheit ist niedrig. Bei Blau. Ne, Gefahr. 28%, also ist niedrig. Gut. Effizienz, grün ist sehr gut. Und da denke ich mal auch, hier ist sie halt relativ hoch, die Gefahr. Warte mal. Ah ja, okay, die haben hier alle. Man kann es eventuell sogar zu den Squares verändern, also die Gebiete. Da
dass die Marihuana benutzen dürfen oder eben nicht. Das ist natürlich lustig irgendwie. So, wir wollen natürlich das Wasser nicht vergessen. Sehe ich da? Hier. So. Die Abdeckung muss natürlich immer gut sein. Sehr schön. Hier in der Mitte habe ich das jetzt nicht so gemacht, aber sonst habe ich halt überall die Abdeckung hingehauen. Wir kriegen Geld rein. Das sieht alles sehr gut aus. Was ist das hier? Abwasserrohr? Genau. Wasserpumpstation. Und da wäre hier die Wasseraufbereitungsanlage. Abwasser ist jetzt nicht optimal, wie ich das sehe. Okay. Einwohner brauchen wir nicht mehr so viel, aber wir brauchen mehr Industrie. Ja, da wollte ich auch, glaube ich, Straße noch bauen. Da wollte ich Straße bauen, weißt du. Überlappt das so ein bisschen, ne? So, das ist doch besser. Und ich glaube, ich muss das auch so wie auf der anderen Seite machen. Aber das machen wir hier. Dass die halt auch durchkommen. Aber nicht so oft wie... Vielleicht so mittig oder so? Natürlich scheiße für die hier. Aber wir brauchen schon so ein bisschen mehr Durchfahrtsmöglichkeiten. So. Zack, damit es halt nicht sofort hier alles wegfackelt, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Wunderbar. Wie sieht es hier mit der Feuerwehr aus? Das ist, naja, ist okay. Gesundheit gibt es hier gar nicht, weil, ne, gibt es einfach nicht. Und ich denke mal, das ist schon nicht schlecht, dass wir hier so anfangen. Zack, zack, zack. Wunderbar. Das heißt, es gibt hier wieder Arbeit. Es wird noch mehr von dem blauen Zeug benötigt. Das heißt, wir pinseln noch mal ganz kurz hier was rüber. Vielleicht von hier nach da. Und dann war es das auch erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst gerne wie üblich ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns ganz bestimmt in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.